Hallo und herzlich willkommen. Wir wollen euch heute zeigen, wie ihr mit einem Feuerzeug und einem Schraubenzieher einen Mini-Flammenwerfer baut. Als erstes müsst ihr von dem Feuerzeug vorne diese Kappe entfernen. Dann seht ihr hier ein Rädchen. Das müsst ihr hochdrücken und zur anderen Seite drehen und wieder runterdrücken, damit ihr unten das Rädchen weiterbekommt. Wenn ihr das getan habt, tut ihr die Kappe vorne wieder drauf. Und schon habt ihr eine größere Flamme.